Bei dieser andauernden Hitze ist die Gurke ein rechter Segen. Erfrischt den Körper wunderbar und hydriert ihn. Man kann sie so essen, man kann sie auch eine Suppe draus machen oder auch einen Saft. Und die Gurke ist momentan neben den Tomaten einer meiner Lieblingsfrüchte. Aber dann solltet ihr darauf achten, dass ihr nicht alle Gurken von euren Pflanzen erntet, sondern auch welche übrig lässt. Der Grund ist, warum ihr ein, zwei Früchte an euren Pflanzen hängen lassen solltet, ist einfach für die Saatgutgewinnung. In der Regel ist es ja so, wenn ihr die Gurken erntet, das macht man ja meist in einem sehr jungen Stadium, in dem sie halt noch frisch und knackig werden. Je weiter man ja da geht, also dann werden sie ja, sind sie knackig und etwas süßlich, dann werden sie halt immer wasserhaltiger, mag ich auch noch sehr gerne, aber wenn man weitergeht, dann werden sie immer mehr, gehen sie ins Essighaltige und die Samen werden auch größer. Nutzen jetzt zum Beispiel manche für Senfgurken zum Einlegen, zum Fermentieren oder auch für Essiggurken. Aber dennoch sollte man den Prozess weiter durchführen. Das heißt, dass man die Pflanze dann nochmal oder die Frucht weiter an der Pflanze lassen sollte, damit die Samen noch mehr werden und sich noch weiter ausbilden können. Das ist jetzt ein gravierender Unterschied zu Tomaten, also in der Regel, wenn die Tomaten halt vollreif sind, dann kann man die essen und nebenbei halt aus dem Fruchtgehäuse die Samen rauslaufen. Ich habe ja mal einen Trick gezeigt, wie ich zum Beispiel die Tomaten effektiv die Samen ernte, werde ich euch oben verlinken. Bei Kubiksgewächsen, wie zum Beispiel bei der Gurke, muss man die Frucht halt eigentlich so lange wie möglich dran lassen, dann wird die halt die Frucht groß, die Schale wird hart, meistens gelblich bis bräunlich. Und wenn man die dann aufschneiden würde, dann wird sie überhaupt nicht schmecken, mehr nach Essig. Und da ist es halt einfach wichtig, da lasse ich zum Beispiel bei mir die Früchte bis vor dem ersten Frost halt einfach, damit es so viele Samen wie möglich ausgebildet werden können, die dann auch reif sind und ich dann einfach Samen fürs nächste Jahr habe. Dieser Prozess nimmt mehrere Wochen in Anspruch und da ist es sehr zu empfehlen, jetzt schon damit anzufangen, also in der, sagen wir mal, in der Höchstzeit der Ernte, weil ich suche halt die Früchte aus, die schön sind, die groß sind, um halt auch diese genetischen Merkmale von der Pflanze weiterzugeben und natürlich auch so viel Samen wie möglich auch ernten zu können. Und je weiter man jetzt Richtung September und Oktober geht, desto kälter wird es und hat die Gurke Probleme halt einfach neue schöne Früchte auszubilden. Deswegen sollte man jetzt im August, wo es schön warm ist, sich ein, zwei Früchte aussuchen, die man halt für die Samenernte übrig lassen möchte. Klar ist es halt dann, steckt die Gurke sehr viel Kraft und Energie auch mit in diese Gurke rein und bildet vielleicht nicht mehr neue Blüten oder macht nicht mehr so schöne ausgereifte Früchte, aber in der Regel, wenn man jetzt zum Beispiel wie ich im Juli und jetzt schon Mitte August dann weiter ernten konnte, hat man eigentlich mehr als genug Gurken. Und die meisten wissen ja gar nicht, wohin mit den ganzen Gurken, weil ich bin jetzt zum Beispiel Rohköstler, ich weiß, wohin mit den ganzen Sachen und ich verkaufe natürlich auch etwas und der ganz normale Haushalt hat meistens dann in der Regel so viele Gurken, da wissen die meisten gar nicht mehr, wohin. Deswegen kann man sich mal ein paar Früchte aussuchen. Ich habe da noch einen Faden drumherum gemacht und ein Schild, damit ich weiß, welche Sorte das ist, weil meistens schauen die Gurken ziemlich gleich aus, wenn sie in diesem Reifezustand sind, dann kann man dann nicht mehr so gut unterscheiden, welche Sorte das in ganz genau ist. Also behaltet das im Hinterkopf, damit ihr Saatgut fürs nächste Jahr habt, damit ihr auch dadurch stärkere Pflanzen habt, die sich an euren Garten und euer Klima so anpassen können durch die Vermehrung von einem Saatgut. Und wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben, Kommentar hinterlassen und auch den Kanal kostenlos abonnieren. Dabei noch auf die Glocke drücken, werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Wer mich und mein Projekt weiterhin unterstützen möchte, kann es gerne tun mit PayPal, Patreon oder auch per Bankverbindung und Überweisung. Ich bin darauf angewiesen und wenn ihr weiterhin möchtet, dass ich für euch Videos machen kann, ist sehr gerne gesehen. Das ist natürlich auf freiwilliger Basis. Und wer auch noch weiterhin Interesse hat, Produkte von meinem Permakulturprojekt zu erwerben, ich habe zum Beispiel Pflanzen oder auch eigenes Tomatensoßen, Apfelmusse, die ich zum Beispiel selbst herstelle oder Saatgut, was ich selbst vermehre, kann sich da gerne in der Videobeschreibung mal durchschauen, ist alles verlinkt. Und auf meiner Webseite biete ich natürlich auch Permakultur-Coachings an, Kurse, auch zur schleimfreien Heilkost. Und wer da Interesse hat, sich aufs nächste Level zu bringen in Sachen Permakultur oder in Sachen Ernährung, kann sich gerne auch bei mir melden. In diesem Sinne, Finger hat das dann angeschaltet und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao. Jetzt erstmal in den Schatten, ich schwitze wie die Sau.